brauchen wir doch ein Hochbeet aus Paletten. Also los geht's. Naja, die schönsten Paletten sind es zwar jetzt gerade nicht, aber sie sollten für 2-3 Jahre hoffentlich doch halten. Hier muss ich ehrlich gestehen, hatte ich gerade Hilfe bei, damit ich die Winkel hier rangeschraubt bekommen habe. Jetzt werden wir noch den Kaninchendraht unten feste tackern. Folie dran, aber Stück für Stück alles. So, den Kaninchendraht, den machen wir hier dran, damit die Gebühlmeise hier nicht reinkommt. Da wäre ja schade. Hier ein bisschen überklappen lassen, überstehen lassen, dann haben sie auf keinen Fall die Chance hier reinzukommen. Betty und Edeltraut sind auch schon da. Prima. So, seitlich packen wir jetzt hier die Folie dran. Innen drinnen benötigen wir nicht. Irgendwie muss ja auch schließlich das Wasser ablaufen können. Fertig ist es schon mal. So sieht das von innen aus. Hier steht schon mein Teamkollege, die Motorschippe. Dann tue ich jetzt gleich erstmal den normalen Mutterboden da rein, dann den Humusboden und dann gehen wir ins Gewächshäuschen und holen die Tomaten. Ich bin echt fassungslos. Da stehe ich im Gewächshaus, will hier die Tomatenpflanzen vereinzeln. Und was sehe ich hier? Tabakpflanzen. Wahnsinn. Wie die da hinkommen, ist mir echt unbegreiflich. Apropos Tabak. Was meint ihr? Soll man die Pflanze mal großziehen und selber mal Tabak machen? Der wird bestimmt total gesund. Ist ja schließlich Bioanbau. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Okay, die Arbeit.